This could be a tender love song, a fancy one with happy end, burning hearts, burning tears, and passionate confessions that melt your soul down. A song about the only and very special one to hold and keep and kiss and tease and never to release, like als Persönlichkeit und wie du halt, ich meine, das ist ein Teil von dir besprochen haben, das ist diese Produktion, die du letztes Jahr rausgebracht hast. Mhm. Und ich glaube, das führt dann alles über zu Instant Choir. Also einmal so generell zu meiner Person. Ich war eigentlich sehr lange in den visuellen Künsten tätig und es hat sehr lange gedauert, bis ich quasi zur Musik gefunden habe. Und da ging es eher weniger darum, dass ich keine Ideen gehabt hätte, sondern eher darum, dass man eine gewisse, wie soll ich sagen, man braucht schon einen gewissen Mut, um sich irgendwie vor Publikum zu stellen und den Moment zu tragen, oft. Das hat bei mir sehr lange gedauert, so bis ich Mitte 20 war circa. Und dann mit dem Release von diesem ersten Album, eben letztes Jahr, war eigentlich das in der Mache circa 4 Jahre gedauert hat, muss ich ehrlich sagen, es war irrsinnig lang und auch eine irrsinnige Erleichterung, wie das dann draußen war, war es erst einmal so der Moment, wo gesagt war, okay, die Musik ist jetzt eins meiner Hauptfelder. Und natürlich, Musik ist ein sehr allgemeines Wort. Ich bin ein Autodidakt, habe vor allem mich auf die Stimme konzentriert, was einerseits Spoken Word Dinge betrifft, aber auch Gesang,
in verschiedensten Richtungen, wo man halt irgendwie landet in der Entwicklung. Was in weiterer Folge auch zum Schreiben natürlich führte, weil was will man singen, wenn man sich nichts in den Mund gelegt hat vorher quasi, wenn man sich nichts zurechtgeschrieben hat. Das heißt, irgendwie eine gewisse Vielseitigkeit, die vielleicht vorher schon in Ansätzen vorhanden war, hat sich dann auch eben in die auditive Richtung weiterentwickelt und von der auditiven Richtung dann natürlich in eine performative, weil das so der natürliche Lauf der Dinge für mich ist. Also irgendwie war das zumindest in meiner Entwicklung so. Und um jetzt wieder kurz zurückzukehren zu der Aussage, dass ich ein Autodidakt bin in dem Bereich. Ein Autodidakt hat sehr viele Defizite, die er auffüllen muss, das sage ich ganz gerade raus. Also er hat vielleicht eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Passion, die dieses Feld betrifft, hat auch ein sehr starkes Wollen, hat auch ein gewisses Gespür, wenn er es gut macht. Aber ihm gehen einfach gewisse Dinge ab, die das Handwerk betreffen zum Beispiel. Und bei mir war es nun so, dass ich quasi dieses Defizit anders, quasi, das wollte sich trotzdem irgendwie auflösen. Und so habe ich irgendwie begonnen, mit den Mitteln zu arbeiten, die mir zur Verfügung standen. Das heißt, ich kann mich sehr schlecht instrumental begleiten, das ist wirklich horribel. Ich mag auch nicht so Playback-Sachen machen oder so, und dann fängt man halt irgendwie an zu überlegen, was ist denn da noch da? Was ist da? Der Raum ist da, das Publikum ist da, jeder Einzelne ist da. Es ist eigentlich, gibt sehr viele ungenutzte Ressourcen, vor allem in diesem performativen Bereich. Also zum Großteil, ich rede jetzt über so Mainstream-Sachen oder einfach gegebene Dinge. So habe ich über die Jahre hinweg angefangen, das Publikum auf folgende Art zu integrieren, als Klangerzeuger, als kleines neues Orchester, immer achtgebend darauf, dass keiner in seinen Fähigkeiten überfordert wird, dass keiner quasi, dass die Gruppe eine starke Gruppe bleibt, dass ein gemeinsames klangliches Ereignis kreiert wird, das nicht mit Auflagen oder mit Zwängen verbunden ist und einfach quasi mir sowas wie eine Soundscape gibt für die Dinge, die ich mache, die sehr minimalistisch sind, auf der einen Seite sehr narrativ sein können auf der anderen Seite. Also es kann durchaus Komplexität im Minimalismus auch irgendwie seitlich mitlaufen irgendwie. Das war so die letzten Jahre, habe ich mich also beschäftigt damit, wie man zum Beispiel, wie Räumlichkeiten klingen, was wir Eigenschaften, die Akustik in dem jeweiligen Setting hat. Also ich habe vor allem sehr gerne nicht auf Bühnen gespielt, sondern an irgendwelchen komischen Orten, von Tiefgaragen über Gartenhäuseln, irgendwelche Gänge in Universitäten. Also sobald ich konnte, bin ich von der Bühne abgewandert und habe immer geschaut, dass ich mit den Leuten ein bisschen spazieren gehe zum Beispiel. Also. Oder in Kirchen oder mein Top-Favorit irgendwo im Burgenland, ein Wartehäuschen von der ÖBB mit einem unfassbaren Hall und sehr vielen Gelsen, wie das Burgenland ja auch bekannt ist dafür. Und so hat sich irgendwie ein anderer Zugang entwickelt, der eigentlich sehr, wie soll ich sagen, sehr auf eine Form von Dialog basiert, weil ich auch am Anfang sehr schwer ausgehalten habe, die Situation, dass man sich vor einer Gruppe von Leuten hinstellt und sich quasi exponiert, obwohl man vielleicht irgendwie jetzt gar nicht unbedingt so gezwungenermaßen das jetzt müssen würde. Also mir kam es immer komisch vor, dass ich die Verantwortung für den Moment trage, obwohl es ja eigentlich jeder gleichberechtigt ist. Also für mich war das am Anfang eine große Hürde. Ich habe die Bühne selber immer so als Burggraben empfunden, ganz viel Krokodilen irgendwie. Und ich wollte immer, dass der weg ist. Ich wollte immer wissen, was das Publikum jetzt gerade eigentlich tut, ob es bei der Sache ist, ob ich es langweile, ob sie sich denken, ach bitte, oder so. Und was ich vor allem in dem Moment machen kann, um quasi den größtmöglichen Nutzen aus der Situation zu schlagen. Und der größtmögliche Nutzen ist einfach, dass alle mit einem guten oder mit einem starken Gefühl wieder rausgehen. Gut ist ja
relativ, aber ein starkes Gefühl ist schon mal besser als völlige Gleichgültigkeit, weil dann ist der Abend gescheitert oder das Moment. Ja. Und so kam ich, lange Rede, kurzer Sinn, so kam ich eigentlich zu dem Schlagwort Instant Choir, also der Sofortchor, Human Resources as an Instrument, also die menschlichen Ressourcen als Instrument. Ich spiele mittlerweile in mehreren Formationen und wollte aber die Interaktion mit dem Publikum nie ganz aufgeben. Und dieses Jahr hat sich ein Duo gegründet oder entwickelt. Der Cellist Lukas Lauermann und ich mit der Stimme und auch Computerprozessierung. Und das Publikum und das Konzept dieser Integration des Publikums in das Geschehen wird auch in diesem Projekt verstärkt erweitert, und zwar durch zusätzliche Medien in visueller Hinsicht, die dazukommen und quasi gewisse Abläufe im Publikum und im Situationskontext quasi erweitern können, sodass gewisse Aktionen getimter werden oder verständlicher, dass man einfach wirklich die brachliegenden Ressourcen, die im Publikum schlummern, noch besser erfassen kann. Und das wird so quasi der Fokus für das nächste Jahr. Und bis jetzt war das alles noch sehr an meine Person gebunden, die Leute dirigiert, die sie auffordert, Dinge zu tun oder Dinge zu nutzen, die sie sowieso dabei haben. Und jetzt wollen wir es gern einen Schritt weiter nehmen. Vielleicht könntest du noch darauf beschreiben, wie zum Beispiel jetzt in Graz die letzte Situation war für dich. Ich glaube, das gibt ja mehr ein bisschen einen praktischeren Zugang zu der theoretischen. Es ist ein bisschen schwierig, das einfach so zu erzählen, weil normalerweise macht man einfach eine Sache und es ist klar in wenigen Sekunden. Ich habe sehr viel mit dem Elevate Festival in Graz zu tun. Das ist quasi eine Mischung aus politischer Diskurs am Tag und Musik und Künste in der Nacht. Also vor allem, man kann sagen, sehr viel Party und sehr viel nach den wichtigen Themen des Lebens kommt quasi die Orgie am Abend. Und da gibt es immer diesen Übergang. Und letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit, bei den Eröffnungsreden dabei zu sein. Es gibt immer so, am Anfang gibt es halt einen Haufen Journalisten, die sitzen im Saal und das ist die Eröffnungsrede und danach geht es ins Abendprogramm. Und die Aufgabe an mich, die gestellt wurde, war, ich habe einen Timeslot von circa 5 Minuten und ich soll irgendwas mit dem Publikum machen. Das hast du mir 30 Minuten vorher gesagt. Ich so, ja, das ist ziemlich toll. Na, jedenfalls habe ich mir dann schnell was einfallen lassen. Und zwar habe ich mir gedacht, weil in der Schnelle kommen eigentlich immer recht akkurate Ideen und da ist man, glaube ich, in Panik oder sowas. Habe ich mir gedacht, jemand, der gerade 2 Stunden lang oder der prinzipiell 2 Stunden lang da sitzt und zuhören muss, das heißt einfach mal Klappe zu und nichts, der sitzt doch schon so ein bisschen auf Nadeln auch irgendwie. Also mir geht es zum Beispiel immer so. Und ich habe so ein paar Zeitungen mir besorgt, besonders billige Blätter, also so Boulevard, Käse, Gratisblattl halt irgendwie. Und habe das im Publikum verteilt mit der Bitte, dass sich jeder ein Stück aus dieser Zeitung rausreißt. Was schon mal eine ziemliche Aktion ist. Du kriegst was und du darfst es kaputt machen. Super, nach 2 Stunden. Ha, endlich. Und dann hat jeder so ein Fetzerl, das ist seins, das darf er sich behalten. Und dann war die Bitte, sie sollen doch bitte alle einfach mal dieses Fetzerl immer und immer und immer wieder so quasi in einer Loop vorlesen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu lesen. Man kann stimmlos lesen, ganz leise. Man kann in normaler Lautstärke sprechen, man kann stufenweise immer lauter werden. Und mein Ziel war, dass ich die Leute immer lauter werden lasse. Immer, immer, immer lauter. Und wenn sie glauben, sie sind schon ganz oben und mehr geht nicht, man ist ja das Schreien ja nicht so gewohnt, dann schreit man schon daheim auch nicht einmal, weil die Nachbarn vielleicht das durch die Wände hören würden. Wenn sie dann glauben, sie sind ganz oben, gehen wir wieder ein Stück zurück, dann gehen wir wieder rauf. Und dann kommt aber noch ein Stück und dann wissen sie, Scheiße, jetzt bin ich wirklich laut. Und dann kommt die Stille. Und die Stille tut so richtig weh.
Und das sind so kleine Sachen, also ich dirigiere das dann einfach entweder mit Zahlen, einer Skala von 1 bis 10. 0 ist die Stille, das verrate ich aber vorher meistens nicht. Das wird dann meistens gut überrissen irgendwie. Oder ich mache vorher Abläufe und steuere das mit einem Blitzgerät, damit keiner aufschauen muss, während er liest. Aber das sind so Kleinigkeiten. Alle sind da, alle haben Stimmen dabei. Ich verteile ein paar Fetzerl irgendeiner sinnlosen Information, was ja ein kleines humorvolles Nebenprodukt ist, dass man sich zum Beispiel irgendein Busenmädchen in der Kronenzeitung 400 Mal durchliest und sich denkt, was ist denn das für ein Schrott da eigentlich? Oder das Erstaunlichste ist, dass auch oft danach Leute zu mir herkommen und mir erzählen, was sie da eigentlich so oft gelesen haben. Und das Unpackbarste anscheinend sind Lotteriewerbungen, das Busenmädchen halt und irgendwelche Mordgeschichten, wo dieser altbekannte Satz vorkommt, die Nachbarn haben nichts geahnt. Das sind einfach Dinge, wenn du dir das mal wirklich Zeit nimmst und das, deine Stimme damit ausprobierst und du liest so einen Dreck dabei, das ist großartig, gerade für Journalisten eigentlich eine super tolle Sache. Und das sind so die Kleinigkeiten. Also einerseits geht es beim Instant Choir, da, also es ist mehr ein Konzept oder eine Herangehensweise als ein Act oder sowas. Es ist einfach für mich das Transportmittel des Bedürfnisses, dass ich gern eine gemeinsame Situation erzeugen will, die eine völlig andere Konzentration inne hat, als wenn ich da jetzt sitze, so wie jetzt, und nur plapper und ihr habt keine Rechte, müsst still sein und so. Also ich glaube, wenn man Glück hat manchmal und man schafft genau den richtigen Peaks, dann kann das platzen. Und letztes Jahr war es genauso. Die Leute haben gebrüllt, ich habe Gänsehaut gehabt, habe dann irgendwann null gesagt, es war Stille. Ich habe gesagt, danke, und bin gegangen, eine halbe Stunde danach noch gezittert, weil es einfach so, ich kriege jetzt noch Gänsehaut davon, aber es war wirklich, also wenn man Glück hat und man erwischt es, dann ist der Outcome ziemlich, ziemlich toll mit einfachsten Mitteln. Also very low budget und high tension sometimes. Ja, und da gibt es halt noch so ein paar andere Dinge. Also man überlegt sich ja immer so im Alltag, wie man das dann halt, was man noch für Dinge finden kann, weil der Schmäh geht halt auch einmal pro Abend, aber dann halt nicht mehr. Dann gibt es noch andere Dinge, also zum Beispiel mitgebrachtes Nutzen von den Leuten, zum Beispiel Mobiltelefone oder Reißverschlüsse oder alles Mögliche. Also alles, was irgendwie ein gemeinsames, flächendeckendes Klangerlebnis erzeugt. Und im Rahmen dieser Erkenntnisse und im Rahmen des Kennenlernens des Cellisten Lukas Lauermann habe ich mir überlegt, ich mache so ein kurzes, kleines Stück, das heißt Hacking. Der Originaltitel ist eigentlich In jedem Mädchen ein Hafen, was auch mal so eine Eintagesband von mir war. Es war sehr lustig, eine Feministenzeitung, Entschuldigung, aber es ist wirklich eine Zeitung feministischer Prägung, hat abgelehnt darüber, ein Review zu schreiben, weil sie das als sexistisch empfunden. Und immer nur gedacht, Strike. Soll ich anspielen? Ja, und Hacking ist eben ein 7 Minuten Mikrodrama, das eigentlich, da wir mit am Chor, dem, ich glaube, der hieß Räudiger Arbeiterinnenchor 3000 oder so, also so einfach ein Haufen Leute, die sich 3 Stunden Zeit genommen haben, habe ich in so einem kurzen Workshop ein paar Regeln erarbeitet, wie man halt in einer darauffolgenden Aufnahme einfach möglichst schnell alles im Kasten hat, weil wir sehr wenig Zeit hatten. Der Text selber ist eine Montage aus Facebook-Statusmeldungen eigentlich, weil ich einfach auch gern so Flickwerke mache, also was das Textliche betrifft und Musiksachen. Also ich bin meistens so ein Zusammenkleber irgendwie. Und eben dem Cellisten, der jede Phrase für sich auch interpretiert, und daraus ist eigentlich diese Mischung geworden. Und ich bitte nur dabei auf diesen Chor zu achten, weil der Chor hat vorher eine Stunde Zeit gehabt, sich vorzubereiten,
Und dann haben wir eine Stunde Aufnahmezeit gehabt. Das war im Funkhaus eben. Und ich finde es eigentlich erstaunlich, was dabei rausgekommen ist. War sehr lustig. Good news, everyone. Da verendeten alle Wesen aus Fleisch, die sich auf der Erde geregt hatten. Vögel, Vieh und sonstige Tiere. Alles, wovon die Erde gewimmelt hatte. Und auch alle Menschen. Apokalypsis. Wörtlich Enthüllung. Beweise, dass du ein Mensch bist, sagt das Internet nun zu mir. Mir bleibt das Maul offen. Ja. Wir werden mit gnadenlosem Wahnsinn kontern. Ja. Dichtet man Brieftauben das rechte Nasenloch ab, brauchen sie deutlich länger nach Hause, als wie wenn man ihnen das linke oder kein Nasenloch zuklebt. Ich erfahre noch mehr. Wie? Denken ist oft kein Prozess, der mit dem Bewusstsein zusammenhängt, sondern eher mit Verdauung zu vergleichen. Ein Prozess, der auf Prägungen beruht, sagt der Neuroethiker. Keine Angst! Alles ganz gesichert hier! Ich nicke und lasse mir sofort Merchandise-Produkte dazu einfallen. Beispielsweise einen besteckten Polster, wo in blaurotem Hardanger draufsteht. Ich habe ständig Angst. Ich bin völlig allein. Ich hasse alle. Oder alle hassen mich zurecht. Oder es ist aus. Oder ich bin pleite. Beziehungsweise du Sau muss Mutter fragen. Sie stickt gerne und viel. Im Vatikanstaat gilt Steuerhinterziehung nicht als Straftat. Hört, hört. Der Vatikan ist natürlich nicht bei der EU. Aha, sagt der Radiomoderator. Von Geldspritzen ist die Rede, von Rettungsschirmen und Haftungen und Nulllohnrunden und eben dem Europa, das keiner mag, wenn man daheim so viele bestickte Polster im gemütlichen Wohnzimmer hat. Rausgehen hat keinen Sinn. Ich werde wieder traurig und träume von der Liebe. Unsere Generation hat die Liebe verlernt und stuft diese nun als Krankheit ein, sagt irgendwer. Ich bin daran nicht unbeteiligt, sage ich. Ja, also das ist 7 Minuten lang und es ist eher eine Sache, die man sich selber anhört, weil sonst ist es ist einfach sehr eine geballte Ladung von vielen Fans irgendwie. Also ich bitte um Entschuldigung, dass wir das einfach nur einen kurzen Ausschnitt gezeigt haben. Wer will, kann sich es eben auf Soundcloud anhören, aber die Links ich tue werden wir dann noch erfahren. Das hat und oder Schmiede. Ja, genau. Ja, und ich glaube, das andere, was mir immer wieder ganz inspirierend zugetragen wurde bei deiner Performance, ist einfach wirklich diese Interaktion, also ich würde sogar sagen, du wirst präsenter dadurch, dass du dich eigentlich in der Gruppe auflöst, zu bestimmten Maße. Aber wir haben auch vorher besprochen, dass du eigentlich sehr wohl die Kontrolle über die Gruppe und die Interaktion behältst, indem du halt Systeme aufbaust im Hintergrund. Und ich glaube, darauf würde ich ganz gerne ein bisschen tiefer eingehen. Es kommt immer darauf an, also irgendwie, es ist bei jeder Situation ist es anders, es kommt immer auf die Größe der Gruppe an, es kommt auf die Räumlichkeit drauf an, es kommt auf die Umstände drauf an, also die Erwartungshaltung, mit der man konfrontiert wird, die ist auch wirklich durchaus maßgeblich dafür, was funktioniert und was nicht. Also bestenfalls eine zerbrechende Erwartungshaltung ist oftmals das Beste, was passieren kann, weil es halt einfach eine starke Reaktion hervorruft auch. Und wir haben auch vorher darüber geredet, zum Beispiel, dass es ein bisschen lustig ist, dass größere Gruppen zum Beispiel einfach weitaus einfacher, wie soll ich sagen, zu animieren sind in der Richtung, dass sie gemeinsam was machen, weil das Individuum da anscheinend sich durchaus leichter in die Masse ergibt, um einem gemeinsamen klanglichen Ergebnis irgendwie Gestalt zu geben. Während es mit kleinen Gruppen natürlich für mich schwieriger ist, weil ich habe dann vielleicht 8 oder 15 Leute oder so und bin dann auf einmal auf einer sehr persönlichen Ebene. Es hat beides irgendwie sehr interessante Aspekte, es hat beides auch sehr absurde Aspekte. Also bei großen Gruppen frage ich mich schon immer so, wie das jetzt sein kann, also wenn es gut funktioniert, wie das sein kann, dass die quasi das akzeptieren, das zu machen, was ich sage oder so, ich würde es nicht, keine Ahnung. Also das finde ich dann auch lustig, man beginnt irgendwie die eigene Person zu hinterfragen, irgendwie so komisch, jetzt stehe ich da, wie eine Mischung aus
Teleshopping-Moderator und Kleiderdiktator und will das alles schreien oder so. Das ist ziemlich lustig. Verstehst du dich eigentlich auch als Dirigentin oder als Soundpainterin? Also kannst du mit dem Konzept von Soundpainting in deiner Arbeit was anfangen oder ist das für dich ganz was anderes? Ich glaube, ist das Soundpainting, sofern ich den Begriff jetzt vielleicht auffasse, würde, glaube ich, verlangen, dass ich sehr aktiv genau in das eingreife, was getan wird, wie zum Beispiel Tonhöhen oder sonst irgendwas. Das mache ich allerdings nicht. Ich starte einfach quasi ein Set von Aktionen und das Einzige, was ich mache, ist eine lose Dramaturgie. Also es kann höchstens sein, dass was lauter wird oder leiser und Anfang und Ende halt oder so. Wobei ich nicht einmal das oft sage. Also es kommt immer drauf an. Also ich glaube, Dirigent ist deshalb auch nicht ganz richtig, weil ich möchte, dass das, was da ist, arbeitet. Das heißt, ich möchte einfach was starten. Ich möchte, dass das kramudelt, dass es tut, wie es tut und wie es halt konzipiert ist in der Situation. Und da muss ich mich dann auch irgendwie angleichen oder da muss ich da reagieren drauf. Das ist ja auch irgendwie eine Challenge dabei oder so. Ich weiß, es ist sehr abstrakt, worüber wir gerade reden, aber was kann es sein? Irgendwas zwischen Kindergeburtstag und Kirchenbesuch? Weiß man nicht, ja. So irgendwie. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Also je medienunterstützter man das macht, desto mehr tritt man ja als Person in den Hintergrund, was mir jetzt ja nicht unlieb ist. Ich muss ja nicht dauernd mich selber da so, ja. Aber desto, es gewinnt dann halt andere Qualitäten. Es hat klar beides sein Pro und Contra irgendwie. Also da kann man dann wahrscheinlich schon eher malen, als nur so Zündschlüssel umlegen oder so. Mhm. Ist die Frage, ob man es halt will. Ich glaube, solange man ungefähr sich bewusst ist, was vielleicht auslösen könnte oder wie das wirkt, kann man sich in viele Richtungen bewegen. Wie würdest du sozusagen schon so ein eigenes Repertoire, mit dem du immer wieder arbeitest? Oder? Ja, man erarbeitet sich mit der Zeit durchaus so ein Set von Kniffen quasi. Und manches Mal macht man es, manchmal nicht, je nachdem, wie es halt passiert. Wie gesagt, ich habe halt sehr klein angefangen irgendwie. Also alles, was ich mir erarbeitet habe, war wirklich über Konzerte. Also ich bin nie da gesessen und habe mir irgendwie so ein Gsatzerl geschrieben, so ja, das geht sicher so und so, weil ich es will. Sondern ich habe halt in der Situation oft versucht, Wege zu finden, mich in der Situation zu verankern oder die Leute irgendwie in der Aufmerksamkeit zu fangen oder einfach quasi diese Brücke zu überwinden, irgendwie die gefühlterweise zwischen mir und den anderen liegt, was unfassbar anstrengend sein kann, diese Distanz eben. Also eigentlich war der erste Schritt so blanker Überlebenswille, der dann irgendwie gezeigt hat, dass es doch auch Vorteile haben kann, den Leuten nicht den Mund zu verbieten und sie einfach auch quasi durchaus für den Moment auch ein bisschen auszunutzen. In einem guten Sinne, hoffe ich noch. Wer weiß. Naja, ich weiß nicht, ob das eine Antwort war. Ja, so ist das.